Hallo, meine Lieben. Donnerstagabend. Wir pinseln uns die Welt so, wie sie uns gefällt. In dieser sehr seltsamen Zeit gewinnt das für mich noch mal eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kaffee mal an Seite. Ihr Lieben, ich bin die Angela von Elfen und Helden, eine Vorzugshändlerin für Dixibel-Farben. Und donnerstagabends bin ich dann mal in Deutsch für euch unterwegs. Ich mache viele Lives auf Englisch. Und donnerstags bin ich dann halt auch mal in Deutsch für euch unterwegs, damit die, die kein Englisch können, auch mal ein bisschen was mitbekommen. Und ja, ich bin der kreative Kopf und Inhaberin von Elfen und Helden. Hier in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Und ja, versuche euch so ein bisschen zu inspirieren. Und wenn ihr dazu schaltet, hallo liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Dann sagt mir einfach Hallo und von wo ihr zuschaut. Und ja, und würde ich mich freuen. Heute wer mir so ein bisschen folgt, hallo liebe Vera, schön, dass du da bist. Der hat vielleicht schon mal im englischen Lives habe ich das zweite oder das erste Nachtsträngchen da schon mal gepinselt. Und jetzt, ich wollte es die ganze Zeit schon mit euch auf Deutsch auch mal machen, aber irgendwie kam da immer irgendwas anderes dazwischen. Also jetzt ist es soweit. Und an Farben für das gute Stück kommen zum Tragen einmal das Kaviar. Das ist dieses, also ein richtiges Schwarz von Dixie. Das Mint Julep ist so ein helleres, schönes Grün, französisches Grün. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Und das Flamingo, was Flamingo ist, Flamingo-Farben. Und das wird so ein bisschen ineinander laufen, also ein bisschen, also kein richtiger Farbverlauf. Es soll schon so ein bisschen die Struktur zu sehen sein, aber halt ja, einfach ein bisschen anders als sonst. Ja. Vorbehandelt habe ich das gute Stück mit Boss und der Grund ist, ich habe in der Upcycling, ich weiß gar nicht, wie die Gruppe heißt, habe ich für Dixie Ball ein Giveaway gemacht vor, weiß gar nicht, vor 3 Wochen und da habe ich auch die ganzen Topcodes und Basecodes und was weiß ich nicht alles, Problemlöser erklärt und da haben wir dieses gute Stück hier schon mal mit Boss behandelt und der Grund ist der, beim Reinigen habe ich halt festgestellt, schon bei dem ersten logischerweise, dass das Holz ein Bluter ist. Und zwar, also das ist zwar behandelt, das heißt beim Reinigen an der Oberfläche und auch oben drauf war zwar nicht wirklich was zu erkennen, aber nachdem ich das unten drunter gereinigt habe, was ja das gleiche Holz ist, aber halt Natura. Hallo Nina, hi Nina, thank you for joining. Was ja das gleiche Holz ist, allerdings unbehandelt und da mit einem feuchten Tuch drunter gegangen, kam sofort die rote Suppe runter. Ich muss gerade mal gucken, was ich denn hier auch vorführen kann, weil das ist, wenn so ein Ding komplett gereinigt ist, ich will es euch gerade noch mal zeigen. Ich mache einfach mal hier so ein Tuch ein bisschen feucht, dass es nass ist. Und gehe mal hier unten drunter. Und wenn so ein Stück komplett gereinigt ist, da seht ihr, das kommt, das ist, ihr seht das besser. Ja, dieses Gelbliche, was da an dem Tuch ist, das sind die Holzinhaltsstoffe, was das gute Stück abgibt. Und wenn ihr kontrollieren wollt, wie eure Farbe nachher wird, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da einen Sperrgrund runter zu machen, wobei ich hier halt von uns das Boss verwendet habe, in dem Fall das Boss in Clear. Boss gibt es in 3 verschiedenen Farben, also einmal in Transparent, was ich hier verwendet habe, in Weiß und ganz neu auch in Grau. Und das Grau halt deswegen, weil das eine wunderbare Basis ist für die für dunklere Farben. Nina, I'll be on in English 10 p.m. in about 2 hours. So, I hope to see you there then. Alright,
Thank you for joining me anyway. So, die Nina ist aus Spanien und spricht halt nur Englisch und ja, die ist eigentlich bei fast jedem Live dabei, aber vorzugsweise bei dem, wo sie halt auch was versteht. So, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare. Ja, sehr schön, Vera, das freut mich auch. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch in die Kommentare rein. Hallo Grete, schön, dass du dabei bist. So, okay, also nicht so viel schnacken, schon wieder 5 Minuten verplempert. Fangen wir lieber an zu streichen. Die Beinchen werden in Kaviar und hier oben wird die Hauptfarbe das Mint Julep sein und dieses Flamingo wird da so ein bisschen reingearbeitet und das ist, wie gesagt, die Idee dahinter. Instagram, ich richte euch mal ein bisschen mehr auf dieses schöne Stück und dann legen wir einfach mal los. An Pinseln habe ich mitgebracht, für die Beinchen einen runden Pinsel und zwar die Round Large von Dixie Belle und für den Rest nehme ich meine Minis, wie immer. Ich habe mir heute eine neue gegönnt, ihr Lieben. Der Grund ist aber auch nur deswegen, weil alle meine Pinsel im Augenblick in Beschlag sind. So. Okay. So, Kreide Mineralfarben von Dixie Belle. Wer sie noch nicht kennt, komplett umweltfreundlich. Hallo Ulrike, hallo nach Ostfriesland. Okay. Hi Nina. Okay. So, I'm happy that you're watching me. That's very sweet. Thank you. Ja, also geruchslos, sind keine flüchtigen Inhaltsstoffe drin. Halt vorher gründlich aufmischen. Ihr könnt sie schütteln, ihr könnt sie rühren. Das ist eurem persönlichen Belieben überlassen. Ich habe jetzt mal angefangen, sie mehr zu rühren, weil mit dem Schütteln habe ich das immer... weil ich da immer nicht so die Zeit habe, den Deckel auch wieder schön sauber zu machen. Und dann ist der irgendwann so zugebackt, dass ich hier immer ein offenes Massel machen muss, um das Teil zu öffnen. So, wo ist meine Mr. Bottle? Da ist meine Mr. Bottle. Ich arbeite auch bei dem Layout, was ich hier mache, gerne mit einem feuchten Pinsel und bei den Farben kann man das auch gut machen. Nicht ratschnass, ich tue den einfach mit dieser Mr. Bottle so ein bisschen anfeuchten und ich fange mit den Beinchen an, da die eine Seite schon in dem anderen live gestrichen und bei den Dixie Belle Farben weniger ist immer mehr, ganz wenig Farbe auf dem Pinsel und dann nehmen wir da mal los. Auftragen. Bei so runden Geschichten und Spindles und so weiter gehe ich ganz gerne horizontal zu dem Stück und funktioniert für mich ganz gut. Also es hat jeder so seine eigenen Techniken. Das ist nicht immer das, was ich mache, ist das Nonplusultra. Wenn ihr das gut findet, wenn ihr das gerne probieren möchtet, freue ich mich. Wenn ihr andere Ideen habt, höre ich die auch immer mal gerne. Ich probiere auch immer gerne mal andere Sachen aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, und das Mint Julep kommt hier unten rum. Deswegen, da hinten, das war noch nicht ganz fertig, gehe ich auch noch mal schnell mit drüber. Gesagt, ganz schnell in den Live gemacht. Da habe ich mehr die Produkte erklärt als alles andere. Mal so ganz grob gezeigt, auch wie die Deckung von den Farben ist. So, und also ich sag mal, wenn ihr euer Stück so ganz dunkel streicht, wie das Kaviar oder so, da braucht man sicherlich keinen Sperrgrund drunter, weil da würde man es so oder so nicht sehen, wenn da tatsächlich mal was durchbluten sollte. Und ich nehme wirklich immer wenig Farbe, bin schon wieder zu tief da reingetunkt, weil ihr wirklich nicht viel Farbe braucht. Das aus dem Weg. Das ist jetzt erstmal der erste Auftrag.
der ist für mich immer, ja, dass ich einfach mal schaue, gefallen mir die Farben so von der Aufteilung her. Wenn es nämlich gar nicht gefällt, kann man das durchaus auch wieder anders machen, also drüber streichen. Also alles, immer das, was ich sage. Es ist nur Farbe. Probiert es einfach aus und wenn es euch nachher nicht gefällt, dann ja, kann man das auch wieder überstreichen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und ich arbeite immer mit dünnen Schichten, was mit den Dixibel-Farben halt auch super machbar ist, weil die so toll decken. Was halt erstens mal den Vorteil hat, dass es sehr, sehr schnell trocknet und man zügig weiterarbeiten kann. So das, was ich mache. Da hinten das Beinchen. Das haben wir jetzt ratzfatz. Da schon mal die erste Schicht drauf. Gucken, dass ich nicht alles runterpfeffer. Gehe einmal kurz hier rum, dass ich das Beinchen hier auch von der anderen Seite noch habe. Etwa ein bisschen haben will. Und der erste Anstrich ist für mich auch nicht der Anspruch an Perfektionismus. Meine Stücke sind sowieso weit entfernt von perfekt. Das überlasse ich der Industrie. Bei meinen Projekten darf man gerne sehen, dass es Handarbeit ist und nicht von der Stange. So, da hinten nochmal. Wenn ihr so um euer Stück drum herum geht, dann seht ihr, wo ihr noch was ausgelassen habt. Und könnt ihr es noch nachholen. So. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und ihr seht auch schon, das ist wie gesagt die erste Schicht. Und im Prinzip haben wir das schon, außer die Stellen, die ich vergessen habe, schon abgedeckt. Und auch wenn ich dieses Bindes und so mache, ich knall den Pinsel da nicht so unbedingt drauf, sondern dann wirklich feine, ganz leicht drüber. Ach, gerne, Grete, sehr gerne. Die Farben. Ein Resin-Harz auf den Deckel fließen lassen, die Farben bieten. Welchen Deckel meinst du, Vera? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hi, Catherine. Catherine, I used Boss on this piece. I don't need Slickstick, as this is a wooden piece. The nice thing about the Dixibel paints is that you can paint straight away onto the wood. I've used Boss, as Boss is a stain blocker, and this piece is a bleeder, so I've used the Boss on there. So das obere Teil. Meinst du jetzt von der Farbdose oder wie? Ich bin irgendwie hier gerade lost. Wahrscheinlich. So, also Instagram auch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Zurechtrollern. So, Füßchen haben wir. Mache ich gerade mal ein bisschen zu. Die Farben sind auf Wasserbasis. Das heißt, wenn ihr die halt auch aufstehen habt, werden die halt dicken. Die können die so ein bisschen eindicken zwischendrin. Und den Pinsel, den tue ich mir gleich in ein Babyfeuchttuch, damit die Farbe da drin nicht antrocknet, weil die Farbe trocknet sehr schnell und das feuchte ich mir jetzt gerade noch mal an. Normalerweise würde ich jetzt noch eine Plastiktüte reintun, da ich den aber wahrscheinlich gleich, mal gucken, noch mal brauche, lege ich den jetzt erstmal so beiseite.
Und jetzt bereite ich mir meine anderen Farben vor. Fangen wir mal mit dem Mint Julep an. Und das ist übrigens die größte Größe, die es von den Dixie Belle Farben gibt. Das sind die 32, sind das Unzen aus Kansas? Keine Ahnung. Und so ein Rieseneimer, der reicht etwa für 14 Quadratmeter. Also, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. Die Ablage. Ach so, okay. Ja. Du meinst jetzt, wenn du am Malen bist oder wie am Streichen? Nö. So, auch schön aufgemischt. Also kann man natürlich, um das sauber zu halten, aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt nicht wichtig. Das Teil, wo das jetzt draufsteht, das ist dafür gedacht, da sind auch meine, beziehungsweise das habe ich, ich habe, nachdem es hieß Lockdown, bin ich nochmal schnell losgezogen, habe mir bei IKEA hier diesen Rollwagen geholt mit dieses Schubladenteil, weil das von der Größe her halt auch so ist, dass ich meine Schablonen und so weiter da alle reinbekomme, die größeren Schablonen halt auch. Sehen. Das musste mal organisiert werden und ich habe gedacht, wenn wir jetzt bis 10. Januar das machen können. Jenny, normalerweise, schön, dass du da bist, anschleifen mache ich ganz selten. Also wenn die Oberfläche lackiert, also mit einem Glanzlack gemacht ist, dann tue ich das vielleicht mal so scuffsanden, also einmal kurz drüber. Aber normalerweise mit den Dixie Belle Farben kann man, wenn es Holz ist, direkt drauf streichen. Also wie gesagt, wenn es so glänzender Lack ist, dann schon. Ansonsten streiche ich da direkt auf das Holz drauf. Und hier, wie gesagt, habe ich das Boss verwendet, weil das Teil halt einfach ein Bluter ist. Und da ich jetzt auch mit diesen etwas helleren Farben rangehe, und es wird zwar eine unregelmäßige Optik geben, aber trotz allem möchte ich immer ganz gerne kontrollieren, wie die Farbe nachher ausfällt und vermeiden, dass da das Holz mir einen Strich durch die Rechnung macht, sozusagen. So, fangen wir mal an. Das ist, wenn das andere Projekt dahinter steht. Das Platz ist bei mir halt. Okay, also den Pinsel habe ich jetzt auch ein bisschen angefeuchtet. Ich mache gerade mal schnell die Seite hier, mache meine erste Schicht, bevor wir da mit dem Unregelmäßigen kommen. Einfach mal von meinem Mint Julep. So, man sagt, mit der Holzmaserung streichen. Legen wir jetzt erstmal hier unten die Ecken aus. Und auch hier ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Hat immer den Vorteil, dass es schneller trocknet. Also der Pinsel, da ist wirklich nicht viel drin. Und dann die erste Schicht drauf. Und dann seht ihr schon, wie super die Farben decken. Und sie sind wirklich komplett geruchsneutral. Die mit Dixie Belle schon gearbeitet haben, können wir das sicher bestätigen. Sind, wie gesagt, Kreide-Mineralfarben. Man hört es so ein bisschen dieses kratzige, trockenen Matt, haben dieses matte Finish, also diese typische Kreide-Mineralfarben-Optik. Und trotz allem kann man sie wunderbar auch so Ombre-Effekte mitmachen. Dadurch, dass sie auf Wasserbasis sind, lassen sie sich für diese Techniken halt gut reaktivieren, sag ich mal. So, erste Schicht. Diese ganzen Details mal rein.
Und bevor ich das Boss aufgetragen habe, habe ich das Teil da wirklich komplett gründlich gereinigt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich auch ansonsten mit diesen Holzteilen mache, gründlich reinigen. Sonst hält tatsächlich keine Farbe und kein Sperrgrund und kein Haftgrund, wie auch immer. Egal, was ihr drauf machen wollt. Wenn da noch irgendwelche Schmutzrückstände sind oder Fettdatscher oder wie auch immer, dann wird da nichts drauf halten. Das ist so. So, die Beinchen so in etwa bis in die Höhe gehe ich danach herunter und das wird dann so ein bisschen ineinander gearbeitet, aber nicht viel. Also wie gesagt, hier kommt kein, ups, hier kommt kein komplett klassisches Ombre zum Tragen, sondern mehr so ein bisschen eine Schichtoptik. Dass ich weiß schon, warum ich meine Haare immer gern zusammengezwirbelt habe, sonst hätte ich sie spätestens jetzt wieder in den Farbtopf reingehängt. Ihr wisst, bin da manchmal ein bisschen schusselig. Und gerade mal ganz kurz meinen Schädel hier ins Bild rein, hier nur aber das Beinchen von hinten machen. Und auch hier, also das geht auch mit dem Mini-Pinsel, aber auch den, wenn ich diese um diese Ecken hier rumgehe, bei den runden Teilen gehe ich horizontal. So, das kann man jetzt erstmal trocknen. Fangen wir mal hier vorne an. So, je nach Optik oder je nachdem, was ich mit so einem Teil machen möchte. Ein bisschen näher ran. Lasse ich die Schubladen drin oder nehme sie raus? In dem Fall dürfen sie drin bleiben und die Hartware. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Birgit hat alle durchprobiert. Okay, danke schön. Wo war ich jetzt gewesen? Achso, je nachdem, was ich für einen Effekt mache, lasse ich die Schubladen drin oder nehme sie raus. Beziehungsweise in dem Teil habe ich sogar entschieden, dass ich die Hardware, also die Handles, die da dran sind, dass ich die behalten möchte. Die finde ich eigentlich ganz süß. Die habe ich schon mit Slickstick, weil die sind Metall vorbehandelt. Slickstick ist wie gesagt dieser Haftgrund, der auf glatten Oberflächen, also Metall, Glas oder dieses laminierte Holz, dieses Plastikfurnier, was es da gibt, nicht laminierte, furnierte Holz, also manchmal, manchmal quassel ich ein Stuss. Kommt aber dadurch zustande, dass ich so viele Lives auch auf Englisch mache, dass ich da irgendwie manchmal mit den Begriffen durcheinander komme. So, drunter. So, und das gute Stück, das wird nachher rundherum gestrichen, weil das ein super schönes Teil ist. Und auch wenn das mal von der Wand weggerückt ist, also auch die Rückseite ist bei dem aus Echtholz, also keine Presspappe oder so. Und deswegen. Sondern hier, wie gesagt, bei dem bleiben die Schubladen auch drin beim Streichen, weil das für die Optik, die ich da kreieren möchte, besser ist und leichter. Also wenn ich das jetzt einfach uni machen wollte, würde ich die Schubladen sicherlich rausnehmen. Aber da das jetzt so einen Effekt gibt, der schubladenübergreifend sein wird. Lasse ich sie drin. Leute, das ist immer noch die erste Schicht.
Es gibt nicht so viele Farben, die so gut decken wie die Dixie Girls. Ich habe also auch schon einige in der Mangel gehabt. Ich habe zum Schluss meine Farben selber gemacht, dass Dixie Girl endlich in Europa erhältlich war. Wer von euch hat sich auch schon mal seine Farben selber gemischt? Kreidefarben. Rutscht die Farbe nicht? Nee. Das ist ja das Besondere bei den Dixie Belle Farben, dass man die Teile im Prinzip nicht vorbehandeln muss. Also wie gesagt, wenn das ein furniertes Teil ist, dieses Plastikfurnier, oder da kommt dann halt Slickstick drunter, das ist der Haftgrund. Oder wenn es glanzlackiert ist, also komplett glatte Oberfläche, holzglatt glänzend lackiert, dann würde ich da einmal mit einem feinen Sandpapier drüber gehen, um das leicht anzurauen. Und ansonsten siehst du ja, hält die Farbe bombig. Das ist die Farben selber trocknen sehr schnell. Weil es halt einen Unterschied gibt zwischen Trockenzeit und komplettes Aushärten. Zum Aushärten brauchen die Farben etwa 30 Tage. Also das heißt, bis dahin die Oberfläche noch ein bisschen, noch nicht komplett beanspruchen, sondern ein wenig vorsichtig noch behandeln. Und danach ist die Farbe wirklich bombenfest. Und das Besondere bei den Dixie Belle Farben ist halt auch, im Prinzip braucht ihr keine großartige Vorbereitung. Dankeschön, Anja, das ist ganz lieb. Dankeschön, meine liebe Jenny. Hallo, Tatjana. So. Wo war ich jetzt? So. Ich habe den Faden verloren. Das heißt ja, wir Frauen sind Multitasking, aber manchmal trifft es auf mich nicht so. Jetzt die Tage auch ein bisschen, ja, wieder ein bisschen viel um die Ohren gehabt. Mit Lockdown und hin und her, das ist immer alles. Ich bin froh, dass ich meine Lives habe, und ich bin froh, dass ich euch habe, mit denen ich dann so schnacken kann. Dann fühlt man sich nicht ganz so einsam. So. Achso, es gibt einen Unterschied zwischen, jetzt weiß ich wieder, wo ich gewesen bin, zwischen Trockenzeit und der Zeit, bis es halt komplett ausgehärtet ist. Und achso, die Farben, genau. Man braucht nichts, man braucht das Stück nicht großartig vorbereiten, außer reinigen. Und im Prinzip müsst ihr, oder muss es auch nicht versiegelt werden nachher. Die haben praktisch einen integrierten Topcoat mit drin. Allerdings ist die Haptik halt typisch Kreide-Mineralfarben-mäßig Usbekistan, Tatjana, thank you for watching. genau, Trocknungszeit, ja. Die sind offenporig und haben diese klassische Kreide-Mineralfarben-Haptik. Oh, thank you, Linda. That's so sweet. I'm in German at the moment, and at 10 p.m. our time, basically in 1.5 hours, I'll be on in English also. So it's probably a little easier for you to understand. But I really appreciate you being here. Thank you so much. So, das war jetzt. Jetzt ist es einmal rundherum, und dann können wir nämlich die andere Seite, die ist schon trocken, weil ich die ja schon beim letzten Mal gemacht habe. Da machen wir nämlich jetzt weiter. Ach, da unten das Beinchen, das muss ich ja noch. Das sehe ich gerade. Da fehlt noch.
gerade noch mal fertig. Dass wir da überall die erste Schicht drauf haben. Ja, und wie gesagt, je nachdem, welche Haptik ihr haben möchtet oder Optik ihr haben möchtet, von der Oberfläche her, könnt ihr da einen Topcoat drüber machen. Dixie Girl hat auch verschiedene Topcoats in glänzend, in Satin Finish und oh, thank you, Nina. Guys, you make me blush. Und in Gloss und die, wenn ihr die auch diese klassische matte Optik bewahren wollt und die Oberfläche nicht groß beansprucht wird nachher, könnt ihr auch gut mit dem Wachs versiegeln und dann wird es auch so ein bisschen smoother. Und auch die Wachse von Dixie Belle, die sind also auch auf Wasserbasis, was die halt auch besonders macht. Danke Jenny, dass du mir da wieder den Faden gegeben hast. Es ist manchmal da. Schauen wir mal. Stück mal Seite drehen. So. Okay. Dann können wir dann hier. Schauen wir mal. Brauche ich dann noch zusätzlich das Flamingo? Das bereite ich mir jetzt noch vor. Jetzt sagen wir alle Farben auf. Jetzt fangen wir nämlich unten wieder an. Auch das schön aufmischen, dass ich alle Inhaltsstoffe gut vermengen. Ja, gleich schön wieder Sauerei machen. Kann ich immer besonders gut. So. Okay. Das ist übrigens ein Tortenspatel, den ich hier habe. Weil es leid war, diese Holzspatel, bis man die nachher wieder sauber hat. Das ist immer eine Riesensauerei und dann bleiben da immer Rückstände dran. Und der ist aus rostfreiem Edelstahl. Den hast du ruckzuck gereinigt und das geht für mich viel leichter. Yes, but you're an hour earlier in where are you watching from, Linda? Is it England or is it Ireland? I'm not sure. I can't remember. I'm sorry. Apologies. But you should be an hour earlier than we are over here, I think. So, okay. Fangen wir nochmal mit den Beinchen unten an. Ups, jetzt muss ich auch mal nicht durcheinander bringen. Weil auch die sind jetzt erstmal die erste Schicht gewesen. So. Da gehen wir jetzt nochmal die Seite drüber. Und wenn man nicht so viel quasselt wie ich, da ist noch. Julep hin. Einmal schnell drüber. Entschuldigung, dann haben wir das nämlich auch komplett. Ich habe gesagt, dass ich die Rückseite auch streichen will. Ich gerade mal ganz flugs. Also wenn man nicht so viel quasseln würde wie ich dazwischen, dann wären wir auch viel, viel schneller fertig. So, und ich habe auch kein Problem, wenn hier ein bisschen Pinselstriche zu sehen sind nachher. Die Farben sind generell selbst nivellierend, das heißt im Trocknungsprozess gleichen sich die Pinselstriche selbst aus.
Was es dann halt auch etwas schwieriger macht, wenn man tatsächlich dann die, also schwieriger in Anführungszeichen, wenn man tatsächlich eine Optik haben möchte, wo Pinselstriche zu sehen sind, aber auch das geht. Also da wird dann halt einfach mit trockenen Pinseln gearbeitet und nicht nachbefeuchtet. Und das funktioniert alles. Also wenn er es noch nicht gemacht hat, am besten meiner Seite mal folgen. Und ja, ich mache ziemlich viel. Naja, was heißt ziemlich viel? Ich mache einige Projekte und auch unterschiedlichste Techniken, weil je nachdem, nach was mir die Laune ist sozusagen. So. Okay. Dann ist hinten auch fertig. Und überall drauf haben. Also jetzt nochmal an die Beinchen. Hallo Mansur. Norway. Ah, oh, sorry, Norway. Okay. So, oh, you're the same time as over here. All right. Yes, you're on the same. That's correct then. That's correct. So, then it might be a little late for you. So, I'm a night person. So, that's fine for me. Auch die zweite Schicht, wenig Farbe. Einmal rundherum. Einmal rundherum. So. Okay, so und jetzt kommen wir von mit dem Mint Julep. Mag ich da so ein bisschen unten rein, aber nur so ein ganz klein wenig. Den unteren Teil, den oberen Teil hier. Gerade geguckt, weil ich spritze hier schön mit der Farbe rum. Es muss jetzt auch nicht großartig feucht gemacht werden. Normalerweise, wenn ich Farben ineinander laufen lasse, aber wie gesagt, hier gehe ich einfach nur ganz locker drüber, kaum die Oberfläche berühren. Das soll ja so ein bisschen ineinander gehen, überhaupt nichts Perfektes. Und wenn euch das zu hell wird, dann könnt ihr einfach ein bisschen Farbe nochmal aufnehmen und von unten wieder aufgehen. Den Pinsel gegebenenfalls auch sauber machen, wenn er zu viel von der anderen Farbe aufgenommen hat. Weil wenn ihr in die andere Farbe reingeht, dann wird der Pinsel automatisch von der Farbe das aufnehmen und so. Das ist genau, wie ich es haben möchte. Wie gesagt, kein perfektes Ombre, sondern einfach nur so ein bisschen ineinander. So, jetzt mache ich mal hier. Ein bisschen sauber machen. Und bei sowas, ich berühre die Oberfläche kaum. Bin da wirklich nur ganz locker drüber. So, spät haben wir es. Auch schon wieder 40 Minuten, Leute. Die Zeit, die rennt dermaßen. Okay. So, jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter. Weil jetzt den Pinsel auch noch ein bisschen feucht machen.
kommt hier unser zweites Layer drauf. So, und zwar nehme ich jetzt hier von dem Mint Julep so ein bisschen auf und verteile das jetzt naja, an so ein paar Stellen. Und dann kommen wir gleich noch mit dem Flamingo mit dazu und layern das einfach so ein bisschen. Flamingo haben wir aufgemischt. Hier ein bisschen Farbe, nicht viel. So. Und damit gehe ich jetzt so ein bisschen in der Layer-Technik einfach oben drüber. Ich will das so ein bisschen ineinander haben. Auch hier soll das kein wirkliches Ombre geben, sondern es soll nachher so ein bisschen diese Layered-Optik sein. Es wird nicht dieser ganz schmutzige oder dieser ganz, wo die Pinselstriche so sehr zu sehen sind. Aber halt einfach, dass die Farben übereinander sind. Ein bisschen von dem Mint Julep. So, und das werde ich sicherlich, naja, so zwei Schichten noch darüber machen. Dass es so ein bisschen layered nachher aussieht. So. Da oben habe ich Sauerei gemacht, aber die Oberfläche, die wird auch in okay. Are you with the? You're talking. Are you with the army? Or are you with the with the government or something like that, or on business in Norway? So. Das ist, wie gesagt, die Optik, die ich nachher erreichen möchte. Einfach mal ein bisschen was anderes. Ich finde, die zwei Farben sind super schön zusammen. Wir arbeiten dann auch noch mit Woodupens und so weiter. Die Oberfläche wird auch in dem Mint Julep gemacht. Und dann kommt noch das Voodoo Jane Stale, Gel Stain zum Einsatz. Also da haben wir viele Fun-Geschichten. Aber jetzt könnt ihr schon so in etwa sehen, wo es hingeht. So ein bisschen, wenn wir das schon wieder fast so gleichmäßig hier. Wie gesagt, es wird nicht die ganz raue Technik. Ein bisschen smoother, aber so ein bisschen kann das schon ineinander verschwinden. Und auch hier die Oberfläche. Ich habe immer wenig Farbe und berühre die Oberfläche im Prinzip kaum, sodass der, ja, sodass der Pinsel im Prinzip die Farbe gleichmäßig verteilen kann. Und das könnt ihr im Prinzip machen, bis ihr, oh, falsche Farbdose, bis ihr so diesen Effekt habt, den ihr erreichen wollt. Da noch ein bisschen rein, unten die Ecke. Kann man auch wieder schön spielen. Und auch das ist wieder so eine Technik, auch selbst wenn ihr noch nicht viel Erfahrung habt, das ist eigentlich super leicht zu machen, weil da geht es überhaupt nicht um Perfektion,
sondern einfach um, ja, dass ihr Spaß habt. So. One or two in the morning. Nina, I think you're at the most 1 hour before us. What's the time there now where you are? It's a quarter to nine over here now, Nina. I think it's about a quarter to 10 or something like that in Spain. I thought it's only 1 hour difference. So, okay. I see. Okay. I thought so. Well, if you come to Germany, you gotta let me know. So, ihr Lieben, ich glaube, das lassen wir jetzt mal für heute. Ach, das war jetzt schon wieder zu viel. Einfach nochmal mit dem Mint Julep dann drüber, um das so ein bisschen zu verteilen. Also wie gesagt, da könnt ihr einfach mitspielen, in welche Richtung das für euch gehen soll. So. Okay, ihr Lieben, fast 50 Minuten. Ihr habt gesehen, wie gut die Farben halt auch decken und das wird noch richtig lustig mit dem Teilchen. Machen wir ja tatsächlich. Ich habe geplant am nächsten Donnerstag. Ich weiß, es ist Heiligabend, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem meine üblichen Lives machen. In USA ist es ja noch Nachmittag und in USA und England. Ist das mit Heiligabend nicht so? Da ist eigentlich der erste Weihnachtsfeiertag so das, wo hauptsächlich gefeiert wird. Und bei uns hier ist sowieso alles so und das so. Also ich weiß auch noch nichts, ob ich zu meinem Schätzchen an Weihnachten rüberkomme oder ob er hier kommt. Das steht alles irgendwie noch in den Sternen. Er hat ja noch so seine alte Mama da mit zu Hause. Also da wollen wir halt auch kein Risiko eingehen momentan. Und ja, nächstes Jahr wird alles anders. Ja, meine Lieben. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Angela von Elfen und Helden, ein Vorzugshändler für Dixibel-Farben hier in Deutschland in der Nähe von Frankfurt. Und ja, ich mache Lives in Englisch und Lives in Deutsch. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe vor Weihnachten, wo ich nur auf meiner Seite bin, heute bin ich jetzt auch gleichzeitig in der Dixibel Europe-Gruppe mit unterwegs und nachher auf der Talkman-101-Seite parallel. Aber morgen Abend, am Montagabend und am Mittwochabend, jeweils um 19 Uhr, bin ich dann nochmal nur auf meiner Seite unterwegs für meine Christmas Rocking Lives oder Rocking Christmas Lives so rum. Und da habe ich für euch kleine Geschenke vorbereitet, die ihr gewinnen könnt. Also, wie gesagt, dann hoffe ich, dass ihr da mit reinschaut. 19 Uhr morgen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Für die, die Replay schauen, bitte Hashtag Replay in die Kommentare. Nee, Jenny, oben bleibt es nicht so. Oben wird auch mit Mint Julep, wird es mit Mint Julep gemacht und da machen wir dann noch ein bisschen was mit dem Voodoo Gel Stain und mit Stempeln und das wird auch noch ganz lustig. Ja, also das bleibt nicht in Holzoptik. Das wird komplett mit dem Mint Julep gemacht, aber das wird mit dem Voodoo Gel Stain beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Müssen wir mal gucken, wie viele wir da machen. Ja, Anja, danke schön. Danke euch, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und wie gesagt, um 22 Uhr in einer Stunde etwa bin ich dann nochmal auf Englisch unterwegs. Wer Lust hat, reinzuschauen. Morgen Abend live Rocking Christmas Lives. Und ja, gutes Nächtle, Ulrike. Bis dann. Ciao, ciao, ihr Lieben.